Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, die Kiki von Kikis Kitchen und heute gibt es eine richtig schöne und leckere Spekulatius-Kirschtorte mit einer total frischen Quarkcreme. Ich zeige euch jetzt aber zuerst einmal die Zutaten für unseren saftigen Schoko-Spekulatius-Boden. Dafür benötigen wir Zucker, Mehl und Backpulver, Speisestärke, Backkakao, Öl, Eier, Spekulatius-Gewürz und Sauerkirschen aus dem Glas. Ich habe jetzt zuallererst Eier mit Zucker in der Küchenmaschine 3 bis 4 Minuten lang richtig schön dickcremig geschlagen. Die Masse ist jetzt auch schön hell geworden. Genauso brauchen wir sie auch. Und jetzt kommt das Öl mit dazu. Da habe ich jetzt Sonnenblumenöl. Ihr könntet aber auch Rapsöl verwenden. Hauptsache irgendein neutrales Öl. Das nur noch ganz kurz unterrühren, also wirklich nur so ein paar Sekunden. Und in der Zwischenzeit verrühre ich schon mal die trockenen Zutaten miteinander, denn die werden gleich noch dazu gesiebt. So, fast hätte ich meine Geheimzutat vergessen, und zwar Spekulatius-Gewürz. Ich liebe das total, gerade jetzt so zur Winterweihnachtszeit, gebe ich jetzt auch noch kurz dazu. Und ganz wichtig ist, dass ihr die trockenen Zutaten nur so kurz wie notwendig unterrührt. Also jetzt nicht wieder unendlich lange schlagen, sondern wirklich nur ein paar Sekunden, bis es sich komplett miteinander vermengt hat. Und dann können wir auch schon in die Springform einfüllen. Den Teig habe ich ja jetzt in meine 24 cm Springform gefüllt und ihr dürft euch nicht wundern, es ist schon recht wenig Teig, aber der geht nochmal so auf im Backofen, das zeige ich euch gleich. Die Kirschen habe ich gut abtropfen lassen und auch nochmal schön abgetrocknet. Gebe ich jetzt einfach hier nochmal oben drauf. Ihr dürft die auch gleich mit dem Teigschaber nochmal so leicht eindrücken, aber nicht zu sehr. Und so kommt dann der Teig in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 26 bis 28 Minuten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo stehen jetzt hier die ganz genauen Mengenangaben, die stehen unten in der Videobeschreibung und aber auch nochmal als schriftliches Rezept auf der Kaufland-Webseite. Das ist jetzt der fertige Boden und schaut mal, der ist schön hochgegangen und genau so ist er auch perfekt. Der wird nämlich gleich durchgeschnitten. Aber zuerst lasse ich ihn jetzt nochmal vollständig auskühlen und ich kümmere mich in der Zwischenzeit um die leckere Füllung. Dafür nehme ich jetzt hier einmal die Küchenmaschine und werde Sahne aufschlagen. Am besten ist die jetzt ganz kalt und ganz frisch aus dem Kühlschrank. Und noch besser wäre es, wenn jetzt auch noch Schüssel und Rührelement schön kalt sind, weil dann lässt sich die Sahne wirklich sehr, sehr gut aufschlagen. Ich lasse während das Ganze schlägt dann auch nochmal Sahne fest einrieseln, hole mir eine zweite Schüssel und verrühre darin dann noch Quark mit Mascarpone-Zucker und ein bisschen Vanilleextrakt. So, die zwei Crepes sind jetzt fertig. Hier ist die Mascarpone-Quarkcreme, hier ist die aufgeschlagene Sahne. Und jetzt einfach in mehreren Schritten mit einem Teigschaber schön unterheben, die Sahne zur Quarkmasse. Mit ganz viel Liebe, am besten so in streichenden Bewegungen von außen nach innen. Und irgendwann merkt ihr, dass die Creme sich komplett verbunden hat. Und dann wird einfach nur noch der Boden einmal durchgeteilt und das Ganze schön gefüllt. So, den Boden habe ich jetzt einmal halbiert und man sieht im Anschnitt schon die saftigen Kirschen, wie sie sich hier im Teig verarbeitet haben. Ich nehme jetzt hier meinen Tortenring, gebe den einmal drumherum. Theoretisch gesehen, wenn ihr den jetzt gerade nicht da habt, könntet ihr auch eure Springform weiterhin verwenden. Hier mag ich es einfach, dass man den eben einstellen kann und dann ist es ja so, dass ein Boden nach dem Backen sich nochmal so minimal zusammenzieht und daher kann ich den hier richtig schön eng schnallen, drumherum schnallen, damit ich das eben richtig schön auch befüllen kann. Und da kommt jetzt die komplette Creme einmal rein, wird glatt verstrichen. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch, den solltet ihr auf jeden Fall beachten. Und zwar den Deckel schon mal in Portionen durchteilen und durchschneiden, weil ihr dann eben die Torte perfekt anschneiden könnt.
So, die fertige Torte jetzt für 4 Stunden in den Kühlschrank geben, damit auch wirklich alles sitzt und fest wird. Ihr könnt das natürlich auch am Vorabend vorbereiten und dann am nächsten Tag servieren. Und ich mache es so, dass ich am Ende einfach nur noch ein bisschen Puderzucker oben drauf gebe und dann sehen wir uns wieder zum Taste-Test. Sieht das nicht hübsch aus? Ich mache jetzt den Taste-Test heute ganz alleine. Aber gleich wird natürlich im Team vernascht. Aber für euch mache ich jetzt nochmal den Taste-Test. Also ich muss sagen, nach der Kühlzeit wird die Creme schön fest, aber auch nicht zu fest. Also sie hat wirklich die perfekte Konsistenz. Sie schmeckt genauso, wie sie aussieht. Also sie schmeckt richtig lecker. Wenn man das sieht, finde ich, denkt man so, boah, da möchte ich reinbeißen. Und es ist total krass, wie extrem dieser Schokogeschmack im Abgang kommt. Man schmeckt erstmal diese richtig lockere Quark-Sahne-Creme. Und dann kommt die Kirsche, wo man denkt, wow, was Fruchtiges. Und ganz im Abgang bekommt man noch so einen richtig schokoladigen Nachgeschmack. Das ist für mich die perfekte Wintertorte. Also macht sie unbedingt nach. Abonniert unbedingt den Kaufland-Kanal kostenlos, damit ihr solch genialen Rezepte auch nicht mehr verpasst. Und dann würde ich mal sagen, ich gönne mir das jetzt hier noch und wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!